in diesem Video gebe ich euch Tipps für die Ernährung von nierenkranken Hunden. Das erste, worauf ihr achten solltet, ist, dass die Nahrung auf jeden Fall für Leber und Darm leicht verdaulich sein sollte. Meistens wird ein proteinarmes Hundefutter empfohlen. Teilweise kann es aber auch sein, in bestimmten Fällen, dass der Tierarzt genau das Gegenteil verschreibt, also proteinreiches Futter. Das sollte auf jeden Fall vor der Fütterung abgeklärt werden. Eine andere Möglichkeit ist auch das natrium- und phosphatarme Futter. Hierfür sollte auf jeden Fall das Fertigfutter kontrolliert werden. Und wenn die Natrium- und Phosphatwerte zu hoch sind, sollte man auf Diätfutter für den Hund umsteigen. Das kriegt man beim Tierarzt oder wenn einem das zu teuer ist, kann man das auch in einem Zoofachhandel bestellen. Das ist meistens was billiger. Ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass euer Tier sehr viel trinkt. Das ist super wichtig. Und man kann zusätzlich noch Nahrungsergänzungsmittel dem Tier geben. Das gibt es als Tropfen oder als kleine Leckerlis. Da sind zum Beispiel Ersatzstoffe wie Vitamin B, Fischöl oder Omega-3- und 6-Fettsäuren drin. Die sind auch sehr gut. Und was ganz wichtig ist, Trockenfutter sollte man nicht verfüttern, das ist ganz schlecht. Und wer lieber selber Futter mischen möchte, kann das natürlich auch machen. Ein kleines Rezept wäre da zum Beispiel, indem man Reis oder Kartoffeln abkocht, dazu ein bisschen rohes Fleisch klein schneidet und das vermischt. Und das Ganze, wenn man möchte, noch mit gekochtem Gemüse und oder Ei unterrührt. Und darauf sollte man einfach nur achten, dass man keine Eier benutzt, dass man keine Gewürze benutzt. Und das Ganze dann über den Tag verteilt füttern.